Jetzt steht er aber gut. Junge, bin ein bisschen nervös. Hey Jagdfreunde, heute gibt's mal eine kleine Fun-Folge, habe ich mir gedacht, die mich auch dazu bringen soll, mich wieder mehr bei den Schüssen zu fokussieren. Wir sind dazu auf einer der schönsten Karten im Spiel, Silver Ridge Peaks, und wir werden heute versuchen, jedes einzelne Tier mit einem Nackenschuss zu erlegen. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein das Tier ist. Und sollte heute, nach 3,5 Jahren, das Fünferbison auftauchen, werde ich in meinen Tisch beißen. Ich würde sagen, ohne weiter zu quatschen, wir legen direkt los. Das erste Tier habe ich gesichtet, da liegt ein 7er Puma. Ich weiß nicht, ob wir direkt 300 Meter versuchen sollten. Im Liegen? Puma ist auf jeden Fall eins der schwereren Tiere auf dem Nacken. Gute 300 Meter. Ich meine, wenn ich den mache, dann starte ich natürlich richtig gut rein und bin höchst motiviert. Bisschen müde, der Kerl. Er ist relativ schnell runtergegangen, aber Nacken wäre sofort down, oder? Also ich bin gespannt, was ich da getroffen habe. Keine Ahnung gerade, wir schauen uns mal an. Hier liegt der Puma. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich denke, der Puma wäre mit der Malma sofort am Boden. Manchmal braucht es aber ein bisschen länger. Okay, deutlich unterschossen, war auch deutlich weiter weg, als ich vermutet hätte. Fast hätte ich ihn hier noch angekratzt. Kein guter Start in die Nacken-Session. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen neuen Puma. Papiti? Haken dran. Nein, wir wollen natürlich schon Männchen. Der war jetzt nur für die Motivation. Als nächstes habe ich das vielleicht schwerste Tier für die Nacken-Challenge gefunden. Das sind zwei Hellbraune dabei. Und der hier, 180 Meter ungefähr. Das wird jetzt natürlich nicht ganz so einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da mehrere Anläufe brauchen. Ach du Scheiße. Komm, ein bisschen näher gehen wir noch. Ja, jetzt hat er sich hingesetzt. Das ist eigentlich gar kein so schlechtes Trefferbild jetzt hier. Zappelt noch ein bisschen. Der war's nicht. Der war's auch nicht. Ich glaube, der war's auch nicht. Vielleicht ist die bessere Lösung für Truthähne mit der Shotgun einfach von 50 Meter rein. Bis jetzt Nacken-Challenge ziemlich peinlich. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, glaube ich. Also bei den Truthähnen bin ich jetzt echt gespannt, wo ich die erwischt habe. Ach komm, der hat doch gekratzt. Guck mal, ganz knapp nicht erwischt. Gold mit 4,3. Da ist die Nummer 2. Oh ja, okay, der war nicht im Nacken. Wobei, wenn er weitergegangen wäre, hat der Schnabel zu viel ausgehalten. Aber gibt keine Ausreden, der hat nicht gepasst. Und das ist der letzte. Okay, über den müssen wir nicht sprechen. Jetzt wird es mal Zeit für den ersten Nackenklatscher. Auf die Gefahren, dass es immer schlimmer wird. Ich habe den nächsten gefunden. Ich gehe jetzt an den so an die 100 Meter ran. Wenn die so liegen oder sitzen, ist das eigentlich fast perfekt bei denen. Da sind die wesentlich ruhiger. Meistens jedenfalls. Ich hoffe auch, dass ich über den Hügel drüber komme. Aber seinen Hals müssen wir schon noch sehen. So, gute 100 Meter. Das muss doch jetzt gehen, ganz ehrlich. Jo, der hat gepasst, denke ich. Ich hoffe, dass ich ihm nicht in den Kopf geschossen habe. Könnte der erste Nackentreffer gewesen sein. Und was mir jetzt gerade bewusst geworden ist, als hier ein Bär gerufen hat. Theoretisch könnte es ja auch sein, der Great One kommt vorbei. Wäre so ein bisschen der Worst Case. Hilft nichts, dann kriegt er auf den Nacken. Jetzt brauchen wir aber erstmal den Truthahn hier. Komm, der muss jetzt. Jawohl. Halswirbel ist ja so komisch gebogen, aber ich habe ihn noch erwischt. 3,98. Nicht allzu groß, aber jetzt können wir wirklich. Erste Tier abgehakt. Truthahn. Brauchen wir nicht mehr suchen. Nächste Tiere. Ich würde sagen, wir versuchen mal mit den Klasse 4 Tieren weiterzumachen. Hier stehen ein paar Schafe. Das hier ist mir ein bisschen zu arg im Schilf. Da sehe ich gar nichts. Da kann ich zumindest noch, oh oh, erkennen. Ach nee. Bevor die gleich weg sind. Unter Druck ist immer ganz blöd. Eieiei, er hat den Kopf hoch. Ach komm, hör auf. Aber ich glaube, ich habe ihn entweder gar nicht getroffen oder irgendwie sein Horn. Er geht nicht runter. Ihr seht es zumindest, dass ich nicht nur die schönen Schüsse reinschneide. Verdammt. Ja, hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Ich gehe mal nochmal eben ein Schaf suchen. Nächste Schaf habe ich gefunden und das ist umso schöner. Max Weight 156 geht's hoch. Heißt, ist nicht in Deer Range. Steht auch nicht optimal, aber die Entfernung passt zumindest. Ich würde jetzt wirklich gerne mal eintreffen, ey. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist alles ein bisschen ungut gerade. Seitlich mit den Schnecken hier. Aber ich habe mal die hohen Gräser noch ein bisschen platt gemacht. Dann geht's aus dem Liegen. Oh, das ist schon auch wieder
wirklich nicht optimal. Das muss er gewesen sein, ey. Liegt sofort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht in den Kopf oder so ging. Und ich meine, wenn man den Nacken mal trifft, das ist schon immer sehr befriedigend, wenn die dann einfach sofort am Boden sind. Jawohl, der hat gepasst. In den Nacken 148,22, also sogar ein schöner Gold. Nächste Tier, Dickhornschaf. Haben wir auch. Wir gehen direkt weiter. Wir machen weiter mit den Bergziegen. Die habe ich früher so gern gejagt und es ist echt ein bisschen nervig, dass die keine Trinkzeit mehr haben. Ich habe jetzt zumindest eine Spur gefunden. Ist sogar Max Wade. Ich hoffe, dass ich die irgendwo finde und wir dann die Chance haben, da die nächste mitzunehmen. Rumpfschrei gerade vor mir. Also da unten müssen sie irgendwo sein. Die Spuren gehen auch genau in die Richtung. Jawohl. Neues Gebiet. Sah nicht so schlecht aus. Das ist die 120 Kilo. Stehen leider nicht ganz optimal. Ich schaue mal, ob ich da irgendwie einen Winkel bekomme. Ich habe mich jetzt mal von der anderen Seite genähert. Da ist natürlich schon ziemlich dicht bewachsen. Da ist die Dreier. Und da ist noch eine Vierer. Boah, die steht aber nicht so optimal. Die Frage ist, ob wir die überhaupt besser bekommen oder ob ich hier zwischen den Bäumen durch. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, besser wird's nicht. Also wenn ich so von hinten zack durch den Nacken gehen würde, könnte klappen. Ich glaube, ich habe die gar nicht getroffen. Ich glaube, da war die Hitbox vom Baum zu groß. Die hat nicht gezuckt, die humpelt auch nicht. Perfekt. Ich gehe mal schnell Geld verschwenden. Da kommen sie jetzt nochmal runter. Das ist jetzt nur die Dreier. Aha. Das ist die Vierer. Ich dachte, das ist ein Stein. Und sie steht wieder ziemlich bescheiden. Ich schaue mal, ob ich mich besser hinstellen kann und ob ich dann immer noch einen Blick auf sie habe. Ich würde den ungern nochmal versemmeln. So, von hier ist es eigentlich fast ideal, hätte ich gesagt. Entfernung passt auch. Da springt auch noch irgendwas rum. So, hier haben wir sie. Oh, die macht den Kopf aber manchmal schnell wieder hoch. What? Oh, die Hirsch kommt vorbei. Vielleicht hat sie ihn einfach nur gegrüßt. Ist down. Könnte das Hirn gewesen sein. Ich weiß es nicht. Da liegt sie. Anschluss sieht eigentlich gut aus. Jawohl, Nacken, bisschen weit links, aber 89, die hat ziemlich weit oben gescored. Vierer in Gold, sehr schön, damit können wir die Bergziegen auch abhaken, hat ordentliche Hörner hier. Gabelbock fehlt noch. Ich habe jetzt hier gerade einfach Spuren verfolgt und direkt vor mir ist eine Herde unterwegs. Und da war auch einer dabei, Vierer geht bis 90 hoch. Lin steht optimal, ich weiß nur nicht, ob die sich so schnell beruhigen werden. Da jetzt ein Nackenschuss wäre schon wieder ziemlich risky. Zwei Vierer sind da sogar drin. Könnte gepasst haben. Da rennt noch irgendwas weg. Maultierhirsch. Ganz ehrlich, ich bin selber ein bisschen verwundert, dass der getroffen hat. Hirn ist auch immer noch eine Option, aber so ganz verkehrt sah es nicht aus. Vielleicht ging der Gabelbock jetzt schneller als gedacht. Hörner, ja, eher so mittelgroß, hätte ich mal gesagt. Der wird nicht so hoch scoren. Alter! Man darf sich einfach nicht zu früh freuen. Ich hätte nicht gedacht, dass der da sofort fällt, wenn ich den mal Rückgrat erwische. Aber der war nicht mal ansatzweise in der Nähe. 80,57 wäre Gold gewesen. Müssen wir den nächsten suchen. Ich habe die Gruppe jetzt mal noch verfolgt und die liegen hier alle hinten drin im Wald. Bisons sind da auch dabei. Ich weiß nicht, ob wir da einen Blick bekommen können. Wenn wir es nicht bekommen, dann werden wir den mal versuchen. Ich bin jetzt schon relativ nah dran. Die müssten hier eigentlich vor mir sein. Sicht ist hier ein bisschen problematisch. Wie sonst chillen auch noch? Alter, nicht euer... Nein! Junge, was war das mit dem Tischbeißen? Es ist zwar kein Fünfer, aber der hat relativ hoch gescored und war Max Wade. 194, 183 glaube ich ist es, wo der Dia losgeht. Ich bin schon verdammt nah dran. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo der Nacken beim Bison ist. Und jetzt so aus dem Liegen... Ist das hier der Nacken? Ganz ehrlich, wir werden den auf dem Nacken geben, aber ich werde mich erst an ein paar Bisons warm spielen. Ich glaube, ich habe noch nie einen Bison auf den Nacken geschossen. Wir nehmen jetzt hier erstmal den Gabelbock mit. Ich werde ihn später auf jeden Fall nochmal suchen. Aber das darf nicht wahr sein, ey. Das darf wirklich nicht wahr sein. Ich glaube, es sind nur Äste. Oh oh. Wir warten mal einen kurzen Moment. Ja, die Bisons sind jetzt hier gerade eskaliert, haben alles verscheucht. Ich ziehe nochmal schnell los und suche eine andere Gruppe. Ich habe den nächsten Gabelbock gefunden. Er steht nicht wirklich optimal, aber wenn ich ihn zumindest gespottet bekomme,
dann müsste es eigentlich gehen. Da haben wir ihn. Kurz und schmerzlos. Down ist er. Glaube ich zumindest. Springt nur einer weg. Ich sage jetzt erstmal gar nichts. Ich denke, der ist Gold. Anschuss sieht jetzt passend aus. Ja, Gott sei Dank, ey. Ziemlich mittig. Ist nur Silber. 71,14 auf 160 Meter. Hat geklappt. Damit haben wir alle kleineren Tiere jetzt rum. Jetzt wird es dann langsam spannend. Maultierhirsch, Wapiti, Schwarzbär. Da würde ich gerne einen ganz bestimmten suchen. Ich hoffe, ich finde den. Und haben wir gerade gesehen. Bison. Ist nicht der größte, aber ich muss sagen, ich habe jetzt echt Bock auf die Bisons. Ich will unbedingt wissen, wie das scored. Deswegen versuche ich ihn ein bisschen schneller zu machen. Sofern er seinen Kopf runter macht. Mag er nicht. Wir gehen mal weiter runter. Vielleicht kann ich von schräg unten nach oben schießen. Könnte klappen. Also, ich würde sagen, war der Nacken. Kann aber sein, ich liege wieder falsch. Anschluss sieht passend aus. Ja, das hat geklappt. 100 Meter ist natürlich jetzt nicht so super weit weg. 205. Wir können ihn abhaken, aber ich suche trotzdem mal noch. Vielleicht finde ich noch schnell einen größeren. Leute, ich habe noch mal einen gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Der ist es nicht. Der ist es. Ist nur ein Vierer, geht aber bis 335 hoch. Ich habe lang kein Dia mehr bei denen geschossen. Ich habe aber, glaube ich, einen, der mehr oder weniger dieses Rack hat. Könnte es sein, dass es ein bisschen zu klein ist. Ich weiß es nicht. Ich werde versuchen, ihn auf den Nacken zu geben. Wenn das nicht klappt, muss ich versuchen, ihn zu retten. Denn so schlecht sieht er nicht aus. Oh boy. Position ist ja eigentlich wirklich ideal, weil ich so leicht am Berg bin. Das heißt, ich kann mich hinlegen. Simba soll sich auch erstmal hinlegen. Jetzt keine Ablenkung. Oh, ist schon echt schön. Ich weiß nicht, ob es von der Größe her reicht. Aber wir werden es hoffentlich gleich rausfinden. Steht auch wieder so ein Schilf drinnen. Beim Gabelbock hat es geklappt. Ist gedroppt. Nach den Rückgratschüssen heute traue ich mich auch jetzt nicht zu jubeln. Boah. Scheiße, ich hätte echt nicht gedacht, dass das Video heute so, wie soll ich sagen, intensiv wird. Wir müssen mal gucken, ob wir uns das Rack jetzt hier nochmal so im Schilf anschauen können. Von der Ferne, gefühlt würde ich sagen, es war ein bisschen kleiner als das, das ich habe, wobei... Also klein ist es auch nicht. Ich würde trotzdem auf einen schönen Goldhirsch tippen. Wir schauen rein. Ist Gold 278. Es war der Nacken auf jeden Fall. Ordentlicher Gold, aber zu dir hat doch noch ein bisschen was gefehlt. Trotzdem, das Rack sieht sehr schön aus. Damit ist der Maultierhirsch jetzt aber wirklich abgehakt. Und jetzt kommt der Endspurt. Es ist zwar nicht der Achter von eben, aber da ist zumindest ein grauer Puma. Kommt hier langsam in unsere Richtung. Mal schauen, ob wir den hier gleich mal mitnehmen können. Im Licht denke ich immer, der ist Albino, aber da habe ich mich schon so oft getäuscht. Also irgendwas habe ich getroffen. Ich denke, dass es der Nacken war. Könnte auch der Kopf gewesen sein. Oh, da ist noch ein schönes Vierer-Wapiti. Ist auch noch auf der Liste. Schauen wir uns vielleicht gleich an. Auch wenn der gepasst hat, versuche ich später noch den Achter zu finden. Das wird mich selber interessieren. Ist grau, war der Nacken und sogar noch in die Lunge hinten rein. Also die Malma hat wirklich Power auf 142 Meter. Für mich war Puma so eins der schwierigsten Tiere hier für den Nacken. Aber dann haben wir den so im Vorbeigehen mitgenommen. Perfekt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Wapiti auch noch angelockt bekommen. Die sind jetzt hier so nah gekommen. Der Große ist zwar noch nicht dabei, aber wenn die schon mal so stehen, dann nehmen wir den mal mit dem Crossbow mit. Mit ein bisschen Glück hat es der Große nicht gemerkt. Oh, da ist er. Die sehen ja auch immer sehr hell aus. Lassen die mal noch ein bisschen beruhigen. Nehmen wir auch noch mit. Sollte beides der Nacken gewesen sein. Nummer 1. Jawohl. Von der Seite. 17 Meter war jetzt natürlich nicht super weit weg. In Braun und Silber. Auf den bin ich jetzt echt richtig gespannt. Auch der sieht ganz passend aus. Jawohl. In Gold. 382. Hat gut gepasst.
mit ordentlichen Stangen hier oben drauf, aber die werden immer noch ein Stückchen größer. Nächstes Ziel, Schwarzbär. Und auch bei denen würde ich gern erst einen Probeschuss machen, denn wenn ich den finde, den ich suche, dann ist das einer aus dem Stream, das war ein 8er Mythischer, der hat bis 23, glaube ich, gescored oder so, war also in Dia Range. Ich denke, beim Schwarzbär ist es am besten, wenn man wartet, bis er sich einmal so aufstellt. Ja, moin. Das hat funktioniert. Genauso wäre es gut, wenn es beim 8er klappt. Ja, wenn der sich so aufrichtet, hat gepasst, hat man natürlich eine wunderbare Sicht. Das Ding ist nur, Zeitdruck ist vorhanden. Wir gehen mal in die Richtung. Je nachdem, wie wir den später finden, kann es natürlich auch gut sein, der sitzt irgendwo. Deswegen mache ich auch da jetzt mal einen Testschuss. Der war's nicht. Der war's leider nicht. Ei, der Achter ist jetzt doch irgendwo weggesprungen. Wahrscheinlich ist er irgendwo hinten in dem Wald drin. Bis 23, also so wahnsinnig krass in Dia Range ist er nicht. Aber theoretisch wäre es möglich. Muss hier irgendwo sein. Vielleicht ist das sein Gebiet. Jetzt nehmen wir erstmal das Weibchen mit. Rechts vorbei. Also wenn ich den von der Seite sehe, ist er relativ weit oben. Nach einem Drittel würde ich jetzt mal sagen. Na gut, wissen wir das auch? Jetzt versuchen wir mal den Achter ranzubekommen. Gebiet habe ich gefunden. Und er sitzt tatsächlich. Gerade eben hat es nicht so gut geklappt. Sicht ist auch nicht optimal. Nee, da hat man gar keine freie Sicht. Ganz ehrlich, ich werde den anlocken, hoffen, dass er sich vor mir hinstellt und dann in dem schmalen Zeitfenster auf den Nacken gehen. Das ist mir hier zu unübersichtlich. Ich habe ihn jetzt mal rangecallt und ich meine, ich habe auch gerade schon die ersten Schritte gehört. Ja, da ist auf jeden Fall was. Dreier. Und da kommt der Achter. Wenn er sich jetzt... Och, come on! Er ist schon wachsam. Den nehmen wir nicht auch noch mit. Aber ich glaube, das hat gepasst. Junge, da kommt genau das Weibchen und stellt sich davor. Der Achter war schon auf wachsam, der wäre bald weg gewesen. Deswegen musste ich eigentlich fast schießen. Soweit sieht's gut aus. Jetzt ist die Frage, was macht er? Ist nur Gold. 21,74. Also hat schon noch ein Stückchen gefehlt. War aber der Nacken. Im Stream habe ich den ordentlich verkackt. Jetzt liegt er endlich. Leider kein Dia. Aber wir haben ja noch das Bison. Also Bisons habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Es sind noch ein paar Dreier dabei. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der Nacken ist. Ich habe keine Ahnung, ob die Waffe reicht. Von der Power müsste die 300 eigentlich in Ordnung sein. Wir probieren es jetzt erstmal von der Seite, weil er gerade so schön steht. Tja, wo ist der Nacken? Hier vielleicht. Der war es nicht. Ich bringe ihn jetzt trotzdem schnell zur Strecke, damit wir uns das anschauen können. Ei, ist noch ein bisschen weiter oben, aber so verkehrt war er schon nicht. Kann ich mir das irgendwie merken? Vielleicht leicht? Ja, ich würde sagen zwischen Ohr und Horn. Das kommt ganz gut hin. Zwischen Ohr und Horn ist hier der Ansatz. Perfekt, das versuchen wir gleich nochmal. Da haben wir nochmal einen, es ist nur ein Weibchen, aber es geht jetzt nur mal darum, dass ich überhaupt treffe. Zwischen Horn und Ohr. Jo, ich glaube, der war's. Lag jetzt sofort. Vielleicht ist das von der Seite sogar am besten. Ja, ich habe ihn getroffen, aber ich meine, so viel daneben darf ich da nicht langen. Lieber einen Ticken weiter Richtung Ohr als Horn, glaube ich. Leute, ich bin komplett gebrochen. Ich habe jetzt ewig dieses Bison gesucht. Habe ungefähr 20.000 Dollar ausgegeben, um die Zeit anzupassen. Ich habe es nicht mehr gefunden. Das Einzige, was ich euch jetzt anbieten kann, ist der Kollege hier. Das von vorhin meine ich, hat bis 193 gescored. Der geht aber auch relativ weit hoch. Max Wade hat schöne Hörner. Ob es reicht, keine Ahnung. Aber ich kann jetzt nicht mehr. Der muss jetzt auf den Nacken bekommen. Ich muss treffen und dann muss er Dia machen. Er ist ein bisschen unruhig und jetzt die ganze Zeit von links nach rechts gelaufen. Jetzt steht er aber gut. Junge, bin ein bisschen nervös. Das dürfte der Nacken gewesen sein. Lag sofort, Junge. Wenn das erste Bison wird und damit die Vervollständigung von Silver Ridge Peaks alle Diamanten, war es ein würdiger Abgang. Aber jetzt muss er erstmal hochscoren. Wir schauen uns auch gleich die Hörner an, wobei ich schon sagen muss, ich habe keine Ahnung, wie der Dia-Hörner ausschauen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber wir schauen jetzt einfach direkt rein. Ich kann nicht mehr warten. Nein!
180,49. Nackenschuss war sauber, aber es hat einfach nicht gereicht. Junge, jetzt bin ich noch mehr gebrochen. Der Dia will einfach nicht kommen. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen trotzdem ein bisschen Spaß. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.